Ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder LS15 auf der Map Hof Bergmann zusammen mit dem Tino und dem Randy. Hi Leute. Hello. So. Oh, wir hätten das. Ein bisschen das gute Zeug trocknen. Gute Wei. Hör doch mal! Welche rückwärts fahr! Junge, ey, dich haben sie mit Brotkrümeln aus dem Wald damals gelockt, ey. Du kannst definitiv nicht ganz normal geboren sein, ey. Oh, ey. Verfilmt worden, ne? Ja, haben wir damals auch gefällt. Das ist. Ne. Doch. Ein Opfer ist nix gegen dich. Nix. Ey, ohne Scheiß. Fahr doch noch an den anderen Traktor dran. Oh, Alter, ne. So, ich will jetzt einfach hier in Ruhe mein Zeug machen und das Beste ist, du gehst jetzt weg. Ja, kannst du deine Licht kannst du anmachen, wie du willst. Kannst du rumblenden, genau. Junge. Werde ich zur Gamescom, werde ich schon dermaßen ein paar in die Fresse hauen mit meinem dicken Cock, ey. Ohne Scheiß. Kriegst du deswegen, das Ding, deswegen du hast so du ja ein Einzelzimmer, dass das nicht so auffällt, dass du mich gebucht hast. Nee, ich habe ein Einzelzimmer, Junge, weil ich dort deine Mutter klar mache. So. Deswegen hab ich ein Einzelzimmer. Krieg ich dann deine zur Abwechslung? Wenn du noch 2,5 Jahre warten kannst. Ach, ich hab so einen Fastpass. Was geht ab? Ich hab so einen Fastpass. Ich hab so einen Fastpass von Yay. Ich wette. Tschüss. So. Das hab ich hier aufgefüllt. Glückwunsch. Jetzt habe ich hier was übrig. Scheiße. Wieder zurückfahren. Ah, so. So, was war jetzt? Glückwunsch. Deine Mutter verkauft Season Pass, habe ich gehört. Ja, ich habe einen Season Pass für deine Mutter. Ach so, alles klar. Hat mir EA gegeben. Hm. Ich wusste gar nicht, dass das so hohe Kontakte sind. Ah, schön. Hat mir EA gegeben. Solche Gesprächsthemen haben schon lange wieder mal gefehlt. Aber für 4,99 das Blowjob DLC für deine Mutter war auch ganz geil. Das ist kein Problem. Hast ja die versteckten Kosten noch nicht gesehen. Hör doch mal auf, ständig anzufahren, Alter. Ey, ohne Mist, wenn du. Die Leute haben so recht, ey. Die haben so recht. Du bist so unfähig, ey. Ohne Mist. Nee, das war ja die Folge. Auch im ATS, ey, du regst dich immer auf wie bei Osteuropäer. Du bist der, der fahren kann. Du bist, ja, Junge. Ja, ja. Osteuropäer fahren erstklassig, fahren die. Das wär's in der nächsten ADS-Folge, wär's das direkt sagen. Ja. Wär's die Leute loben, ey. Wie toll sie immer fahren und alles. Ja, ja. Du bist nämlich der sich hier. Ja, ja. Ohren, Osteuropäer, bam, den rauch ich erstmal rein. Genauso machst du es hier im Landwirtschaftssimulator, nämlich auch. Nur, dass es da ich's bin. Ich bin das Opfer der Leitung. Ja. Oder deinen schlechten Mann, den du hast, ey. Dann loben wir die Osteuropäer, die freuen sich bestimmt. Warte mal, was wollte ich denn jetzt noch machen hier? Ja, ich finde ihre Frauen sehr hübsch. Gut, das ist wohl wahr, das ist dann auch wohl Sensor. Ja, aber Alter, die wollen eh nichts von dir, also vergiss es. Ach, aber von dir oder was? Weil die wissen, wie du fährst. Naja, besser wie ihre Männer. Der fängt ja schon wieder an damit. Ja, du bist nicht lange genug da drin. Huch. Okay, du krasser Checker. Wusstest, dass du auf dem du krasser Trackermarkt so erfahren bist, ey. Dann Klicki. Ja. Mehr Einblick hat hier. Ja, fährt ja wenigstens noch ein LKW, ey. Ne, ich auch, stell dir vor. Ja, du fährst einen virtuellen LKW. Ne, du ja auch. Randy, aber ich spreche auch nicht so oft wie du. Randy fährt LKW. Randy, der fährt maximal mit der Hand über den Arsch. Den aus der Spieleabteilung. Naja, ja, den hab ich auch noch. Bist du hier, wo bist denn du hier drin? Ah ja, so schön. So, Biogas auch schon wieder alle. Setz mal bitte, kann mal bitte einer das Gewicht zurücksetzen, was bei Feld 29 irgendwo am Kartenrand liegt? Hä? Ach ja, mal gucken.
Was macht denn das da hinten? Ja, naja, deswegen, ja, ich weiß ja nicht, wer von euch. Komplett Vollidioten, da wieder das. Würde ich manchmal würde ich gerne einfach so. Boah, so ein Chuck Norris Roundhouse Cock Kick, ey, das wäre schon echt geil. Ich auf der Gamescom wäre ich echt, ich muss die ganze Zeit nackt rumlaufen, so viel wie ich machen muss. Ey, kannst du doch was machen. Mach ich hoch. Ich kann doch die ganze Troubletown-Crew sehen, das ist das Gegenteil. Das da kannst du mal einen richtigen Mann, kannst du mal einen Adoniskörper kannst du da mal betrachten. Genau, die Eier hängen schon so tief, Alter, die schleifen doch schon. Aber die haben wenigstens einen Nutzen, nicht so wie deine. Ach, Nutzen. Dreck mit offenem, ha? Genau, die fegen immer schön ins Laminat rum. Was machst du denn da? Ist das Gewicht jetzt hier am Start so langsam? Ist schon zurückgesetzt, Junge. Ich brauche nämlich eins. Das ist doch schön, dass du ein Gewicht brauchst. Wenn ja, ich weiß ja nicht, wer hier Gewichte versteckt. Naja. Oder sich das zum Hobby gemacht haben. Super, ey, da ist wieder eine so eine Platte drauf, und da weißt du nicht, warum du das anhängen musst. So, okay. Sieht aus, ey, wirklich wie so ein Gewicht, keine Ahnung, für so einen Fahrradanhänger. Fahrradanhänger? Naja, ist so, ey, wenn da nur so eine Platte drauf ist. Jetzt. So, ich fahr Biogas holen, ey. Dann zünde ich Randy seine Bude an. Sag, Biogas, ne? Viel Glück, dass das ein Flammbar ist. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Was meinst du damit? Glaubst du. Ach du. Ah, okay. Du weißt nicht, was Biogas brennt, ich verstehe. Nee, du hast nicht verstanden. Ja, sicher. Bestimmt. Ja, ja. Ich hab nicht verstanden. Du hast nicht verstanden, ne? Ja. Ist richtig. Ja, alles klar. Ja, ja. Das ist kein Problem. Ich hab nicht verstanden, Randy. Ja, dann zieh deine Hose bitte wieder an. Meine Hose habe ich immer an. Ach, ehrlich? Ah, außer wenn ich gerade... Ah, ich sag's lieber nicht. Wenn du den Storch willst, ich weiß schon. So. Ich Biogas holen, Randy. Ja. Aber das nicht entflammbare nehme ich. Ja, das ist gut, wenn das nicht entflammbar ist. So, welches fällt jetzt? Das verdient das aus, ja. Ach, Randy, wir brauchen auch wieder Dieselgranulat. Kannst du da mal was holen? Ja, du Klapsklön. Mach mal rum. So, was von Ding? Klapsklön. So. Klon oder Clown? Klön. Ja, ja, beim Randy sind alle geklont. Gibt keine richtigen Menschen mehr. Warte mal, Biomasse 192.000, Biogas 147.000, Gülle 145.000. Alter, was geht denn in der Biogasanlage ab? Der Schließer hat das letzte Mal aufgefüllt. Ja. So, wie viel haben wir im Lager hier? Haben wir auch noch 32.000. Na, dann muss ich hier mal umlagern. Kann man hier eigentlich schnell schmeißen. So. Haben wir jetzt eigentlich alles Kartoffeln? Ja, ja, warum nicht? Wird der alles Kartoffeln machen? Nee, falls erstmal die Felder, die jetzt in Wurfnähe sind. Ja. Oh, Randy. Was? Hast du hier nicht gedüngt oder was? Ja, nee. Wenn solchen das gedüngt haben. Vom Ansehen? Nee. Da einfach. Funken das hier nicht. Aber versuch mal, das Gelumpe, was du da drin hast, irgendwie wieder rauszukriegen und hau mal den Flüssig da irgendwie nahe. Das ist sonst das absolut... Kriegst, wie willst du das da rauskriegen? Weiß ich nicht, aber das... Ich stell mich irgendwo hin und drück B. Das geht. Ja, sonst weiß ich auch nicht, wie ich das rauskriege. Nee, geht auch nicht anders, meines Erachtens. Müssen wir pullern. Du hast doch vor uns erst groß. Kannst du mal deine dumme Fresse halten? Ey, ohne Scheiß, Alter. Ja. Das muss man pullern jetzt. Das kommt mit einem Alter. Halt und von dem scheiß Kaffee hier, ey. Spritz doch hier gleich ab. Was? Das Gelumbe. Ja, wo tank ich denn überhaupt Flüssigding auf? Na, da, auch dort, ist alles dort. Alles hier rechts, hier die Tanks. Ach, alles kommt alles aus demselben Rohr. Naja. Nee, hier. Greasy. Das ist. Du hast uns nicht darauf hingewiesen, dass wir 100 Folgen hier schon spielen. Nee. Ja, ist Dinger. Und du weißt nach 100 Folgen immer noch nicht,
Ich dachte, das wäre Gas, ist alles cool. Ja. Aber ich glaube, wir haben auch nicht mehr wirklich flüssig Dünger. Obwohl, also doch, schlimm, das tankst du. Tankst du, glaube aus dem Rohr aus. Hier fällt das Reihe, da tankst du es raus. Ja, naja, logisch, aber guck mal, hier ist kein Flüssigdünger mehr drin. Ja. Woran siehst du, das ist einfach nur ein Dudenschädel mit Danger. Und da oben drüber ist ein Messröhrchen. Ach so, nur siehst du mal. Ja. Junge, 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 ey. Wisst ihr, was ich jetzt gerne machen würde? Was haben wir denn jetzt? Sitz hier am Traktor, ich würde ja gerne die Fresse rotzen. Machst du doch sowieso schon. Ne. Und der kippt hier, ja, der lernt dir das Zeug auch. Das ist echt, ey, ihr seid zwei harte Dudes, ey, ohne Mist. Alter. Ohne Scheiß. Hey, ist alle. Geht nicht, hier kommt nichts raus. Sieht doch nicht so aus, als ob da Flüssigkeit reinkommt, oder? So dicht sieht der Behälter nicht aus, dass man da Flüssigkeit reinschütten könnte. Vielleicht nimmst du das Richtige von dem Flüssigdünger und nicht den Kalkstreuer. Wieso soll ich den da leer machen? Ja, ne? Aber wieder aus der Folge. Weiß ich, Randy hat gesagt, mach leer auf Flüssigdünger rein. Das hab ich ja gedacht. Müsste ich aber beeilen, bis zum Feld, dass noch was drin ist, wenn du da reinkommst. Dann kannst du alles auf einen Fleck gießen und kannst hoffen, dass es breit läuft. Alter, ohne Scheiß, ey. Nee. So eine 2, ey. Ich frage mich echt, ey, was ihr in den letzten 3 Jahren LS gemacht habt. Ey, ich war immer der Obernoob und der schlechte LS-Spieler. Aber jetzt, ey, euch habe ich, hab ich problemlos abgelöst, ey. Ohne Mist. Ach. Ey, ihr seid so eine Bobs, ey. Von mir jetzt, Hammer, ja, wo ist jetzt, ich warte nur auf die Frage. Wo ist der jetzt für den Flüssigdünger? Da warte ich drauf. So. Na, komm, stellt sie. Ihr wisst es, ich weiß es ganz genau. Wir haben gar keinen. Ach, wir haben gar keinen. Okay. Oh, interessant. Hallo, Kalk, nein, fertig. Ach ja, ja, Kalk, das würde ich auch machen. Jetzt, nachdem du das einfach sinnlos in unserem Hof geschüttet hast, würde ich schon wieder auffüllen und weiter düngen. Ach, halt doch die Farbe, Kalk, nein. Das blendet nicht so. So. Na komm, stell die Frage. Ich stell gar nichts. Ich mach jetzt da wirklich Kalk rein. Mach Kalk, nein, jetzt. Na, genau, mach wieder Kalk rein. Lass unsere Performance und die Augen der Zuschauer ruhig weiterleiten. Junge, Kalk war nicht so aggressiv wie der Feste. Warum fragst du nicht einfach? Nee. Soll ich dich fragen, Alter? Ich hab keine Frage an dich. Ich glaube, der meint mich. Ja, frag mal Füsi. Ne? Ich höre. Wo ist er denn? Ja, die Frage war, du wolltest was sagen? Ja, wo ist denn das Gerät für die Flüssigdünger? Beim Händler, haben wir nicht! Müssen wir es kaufen! Ja. Oh, war die Aktion sinnlos hier. Nö, den einen rotzt raus, den anderen wird dann neu. Mann, Mann. So ist das gar nicht. Minimaler Verlust. Also, ich pack jetzt rein Kalk, ja? Kalk, ja. Landwirtschaftssimulator 2013 MIGMAP zu Gast bei Sachsen Let's Player in Caps Lock. Das waren noch Zeiten. Da stand aber wenigstens noch ein Titel. Hattest du noch Achtung? Die habe ich schnell verloren. Die habe ich schnell verloren, mein Freund. Das kannst du wissen, ey. Nee, nee. Was ich gesehen habe, ey. Du einfach nur Opfer an Node bist, ey. Das ist schon besser, alles, ja. Wie ich dich das erste Mal gesehen habe, war ich auch enttäuscht. Die Fotos, die du mir vorher geschickt hast, da hattest du ja noch Muskeln. Die habe ich auch immer noch. Wieso warst du dann enttäuscht? Da war ich schon durch. Das erste Bild, was er mir gesendet hat, das war das, wo er nur noch mit dem Badetuch vorm Scheißhaus da posiert hat im Fitnessstudio. Da habe ich mir ihn dann auch vorgestellt. Sah auf der GC dann nicht mehr so aus. Fand ich eigentlich schade. Du behindert? Hä? Bist du behindert?
Ja, was jetzt? Ihr habt eine Frage gestellt. Der müsste ja zugeben, ich meine, wir haben uns ja... Weißt du, was du für eine, weißt du, für was du zu gebrauchen bist? Ja, auf so einem Hof? Für die Kohlen nach Farbe sortieren. Ja, das kann man nicht machen lassen, ey. So Dachrinne putzen. Das wäre eher was für dich gewesen. Ja. Hier hast du 2,5 Tonnen Kohlen, sortier die mal nach Farbe. Ja, bist du mad, Junge? Wir haben uns danach ausgesprochen. Du hast gesagt, naja, gut, du wolltest halt ein bisschen posen. Aber ich hab's posen, ich hab gepostet, du Bitch. Ja, ja, das ist richtig. Aber ich hab's ja danach verziehen. Ich sag, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Wobei bleiben du jetzt so aussiehst. Bleiben wir trotzdem Freunde, Randy. Alter, das lass ich los, ey. Zugestimmt. Meine, auch ohne Muskeln sieht's gut aus. Du siehst auch ohne Muskeln gut aus. Ich weiß. Oh. Oh. So, ich habe mich kurz gestreckt, um Zuschauer zu demonstrieren, dass man sogar durch meinen Pullover noch den Bizeps erkennt. Wenn er noch vorhanden wäre, ja. Kleiner Spaß. Alter, ey, Junge. Weißt du, wenn du jemand verabschiedest, du winkst mit deinem Trizeps, also da, wo der Trizeps bei normalen Menschen ist, damit winkst du, Alter, wenn du deinen Arm schüttelst. Verstehst du das? Hier so und so. Da winkt der Trizeps, ey. Weißt du nicht, wo der ist, ne? Da ist wenigstens Farbe drauf. Was denn für Farbe? Willst du erzählen, dass dein Körper Farbe hat? Also, mein Körper hat Farbe. Deine ja, Mehl. Aber halt nur schwarz-weiß. Mehl. Farbe hat er. Mehl. Das ist gesunde TFT-Bräune. So. Fertig. Alles klar, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut mal den anderen zwei vorbei. Genau. Und wir sehen uns dann Sonnenbank-Flavor. Yeah. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge auf 3. GG. Ja, GG. Good game. Tschüss. Tschüss.